Willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ihr habt euch mehr Videos gewünscht als Streams, deswegen mache ich jetzt erstmal ein Video von Minecraft Winterland und rede erstmal über das Projekt, was wir hier so tun und zeige erstmal unsere Häuser. Das ist ja momentan mein größtes Streaming-Projekt und eigentlich das einzige im Moment. Und ja, ich zeige euch jetzt erstmal mein Haus. Und danach werde ich euch noch ein bisschen was zum Projekt erzählen und auch die anderen Häuser natürlich. Also hier seht ihr erstmal mein Arbeitszimmer sozusagen von meinem Haus. Und hier sind so ein paar schöne Figürchen von anderen Mitspielern geschenkt bekommen. Ja, das ist gut, das ist eine Niklas-Statue. Ich will jetzt da nicht mehr weiter drauf eingehen. Hier ist jetzt meine Küche und ich habe die auch alles so ein bisschen, ein bisschen vollgepixelt, damit die ein bisschen besser aussieht, zum Beispiel auch die Öfen hier, damit es nicht so langweilig aussieht. Und mein ganzes Haus ist auch eher so älter gebaut, sage ich jetzt mal. Ich komme nur noch im Keller hin, aber ich habe da noch nicht weitergemacht. Das könnte ich eigentlich auch mal machen im Stream heute. Dann haben wir hier auch natürlich, hier sieht man noch mein Haus von außen. Ja, ist eigentlich relativ okay. Ich muss nur noch überlegen, ob ich diese Teile da oben wegmache. Aber ich finde, es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und ich muss noch was dazu sagen. Also, wir haben hier so einen Mod drauf, der Schnee fallen lässt. Und dass sich sozusagen der Schnee stackt. Also, das heißt, dass dann das bis zu 3 Blöcke schneien kann. Und deswegen haben wir auch überall so Platten auf den Wegen, damit hier kein Schnee raufkommt, weil das nervt so ein bisschen. Und jetzt kommen wir erstmal zu Niklas Haus. Das hier ist Niklas Haus, also wir haben hier mehrere Spieler, wir haben jetzt glaube 18 Slots oder so und das ist hier Niklas Haus. Er pixelt hier auch alles klein, also mit so Chisel-Pixel-Blöcken oder Chisel-Bit-Blöcken, also von dem Mod Chisel-Bits. Hier hat er auch sein Feld und natürlich seine Mine und seine Kisten natürlich auch noch. So, jetzt gehe ich erstmal nach oben, das Haus ist glaube ich von Robin, also ich weiß nicht wie er jetzt im Game heißt. Aber ich nenne ihn einfach mal Kürbismensch. Lady. Okay. Also dann kommen wir jetzt erstmal. Hier haben wir natürlich nochmal eine Übersicht. Das ist keine selbstgemaute Map, sondern das ist eine gedownloadete Map. Und wir haben ja aber natürlich noch eine normale Welt. Aber die ist ein bisschen weiter weg. Und ich zeige euch jetzt erstmal kurz noch das Haus hier. Und die anderen hier auch noch. Also das Haus ist von Nils. Hier sieht es aus wie bei meiner Oma, weil die hat auch so viel Deko. Ich weiß auch nicht, warum er so viel Deko hat, aber okay. Sein Haus sieht auch relativ gut aus, finde ich. Ich finde, dass die meisten Häuser hier echt schön aussehen. Zum Beispiel hier auch Tobis Haus. Und Tobi baut hier auch mit diesen Chiselbits so ein Schneemobil. Ist auch richtig geil, muss ich sagen. Auf jeden Fall Respekt. Hat er sich gleich am Anfang des Projekts irgendwie als Aufgabe angelegt. Und hier ist das Haus von Michelle, das ist auch eine Zuschauerin, die erst neu dazugekommen ist. Und die hat wirklich ein extrem krasses Haus. Also wir können hier mal kurz reingucken. Wirklich alles selber gepixelt, wie man hier sieht. Und wirklich alles selber gemacht. Das ist sehr, sehr heftig, muss ich sagen. Okay, zurück zum Absender. Oh, Niklas ist glaube ich in der Hölle gerade. Und sie hat hier auch einen Keller. Also das ist krass, also das ist alles hier nicht vorgefertigt oder so, das hat sie selber gebaut. Und das ist echt heftig. Hier hat sie nochmal irgendwie so ein kleines anderes Zimmer mit einer Küche und sonst war hier glaube ich auch nichts mehr. Und also das ist hier ein ganzes Modpack. Ich weiß nicht wie viele Mods, ich glaube 13 Mods oder so. Und das kann man auch downloaden im Technik Launcher, falls ihr das spielen wollt oder auf euren Server machen wollt, könnt ihr gerne machen. Und falls ihr mitspielen wollt, dann guckt einfach mal meinen Stream, kommt einfach mal rein und wir kümmern uns gerade um den TS, dass man eben Teamspeak benutzen kann und dass wir alle auf den Teamspeak können, aber gut, das kann jetzt noch ein bisschen dauern. Hier kann man zu den sozusagen zur Außenwelt, die in Anführungszeichen Farming-Welt hinter, also von unserer Insel weg eben, das nämlich um uns überall Wasser und damit es ein bisschen schneller geht, haben wir hier Command-Blöcke. Ja, also man hätte natürlich auch mit Rot fahren können, aber naja. In der Hölle ist eigentlich nichts Besonderes. Das ist eben nur die Hölle. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal Nether-Portal, haben auch schon ein bisschen gespielt, weil wir haben auch das
Projekt eigentlich als Streaming-Projekt geplant. Aber weil viele Leute wollten, dass ich mehr Videos mache, mache ich das natürlich. Und ja, da oben, glaube ich, sind Command-Blöcke. So, das ist das Haus von Lenny. Also Baumkaktus. Wir gehen jetzt auch mal reingucken. Er ist nicht da. Ja, das ist jo, voll in Ordnung, das Haus, aber muss man ein bisschen ausbauen. Hier hat er irgendwie noch so einen Balkon gebaut und so eine Tresortür. Ist auf jeden Fall nice. Und ich glaube, sonst war hier einfach nichts mehr in dem Haus. War alles voll gebaut hier mit Dekoblöcken und sonst was. Und ich finde es echt schön mit dem Shader auch und mit den ganzen Schneemod und sonst was. Kommt auf jeden Fall die Winterstimmung so ein bisschen an. Und natürlich sollten wir diese Bäume mal komplett abbauen, weil die sind nur so zur Hälfte. Aber das Problem ist einfach, die Blätter fallen nicht weg und deswegen spawnen bei mir immer so viele Monster. Ist ein bisschen nervig. Und jetzt will ich nochmal ein bisschen kurz meinen Boden, also meinen Keller weiterbauen. Mal gucken, wie viel ich das schneiden will. So, dann bauen wir jetzt erstmal kurz meinen Keller aus. Ich will da eigentlich gar nicht mehr so viele Sachen reinmachen. Aber mal gucken, was wir da reinmachen. Ich denke, noch so ein paar geheime Sachen werden noch kommen. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr sonst. Und dann will ich jetzt erstmal noch ein bisschen Holz farmen. Und wenn ihr einfach mal ein bisschen mehr sehen wollt vom Projekt, kommt einfach in den Stream rein. Ich streame auf YouTube und streame auf YouTube und Twitch gleichzeitig. Also könnt ihr euch entscheiden, was besser für euch ist. Natürlich. Oh, wir müssen mal echt hier so ein bisschen das wegmachen, Alter. Boah, ist so viel Schnee wieder beim Zaubertisch und wir müssen auch mal ein Zaubertisch ausbauen. Ah, wir sind noch zu dritt. Ich weiß gar nicht, was sie machen, aber ich glaube, die sind im Nether. Und wir sollten hier. Ja, gut. Ich glaube, ich baue da jetzt erstmal noch ein Dach rüber. Und dann beende ich auch die Folge. Und schneide das einfach mal. Und ich hoffe, ich mache jetzt auch nochmal eine Umfrage. Wollt ihr, dass ich nur am Wochenende streame? Und in der Woche nur Videos mache? Oder dass ich am Wochenende hauptsächlich streame und dann eben in der Woche auch ein bisschen oder also aber trotzdem noch Videos machen, so ein bisschen, so ein paar Updates Videos und ja, so ein bisschen mehr chilligeres und dass ich dann einfach noch mal ein bisschen was mache in der Folge, wie die großen YouTubers auch immer so machen bei Minecraft zum Beispiel. Jetzt ich glaube Winterdorf oder so heißt das. Wir machen das ja auch, glaube ich, so ähnlich, das streamen die, glaube ich, auch. Aber ich weiß jetzt ganz genau nicht, weil ich das Projekt nicht verfolge aktiv. Aber gut. Ich hole jetzt erstmal mein Chiselback. So habe ich. Okay. Habe ich auch mein Chisel-Dings? Ja, habe ich auch. Aber ich packe erstmal meine Sachen weg. So. Ja, Glossen habe ich auch noch. Rüstung. Jetzt habe ich schon zwei davon. Ich glaube, ich mache die mal zusammen. Also, ihr könnt jetzt mal oben abstimmen. Und die zweite Frage ist, soll ich mal ein Video machen von Videos, die ihr noch nie von meinem Kanal gesehen habt, die eigentlich auch gar nicht veröffentlicht werden sollten, aber trotzdem extrem viel, also sozusagen steckt da sehr viel Arbeit drin und das sind sozusagen geheime Videos oder generell, also auch Videos von anderen Kanälen, die ich für andere Kanäle gemacht habe, ohne dass ich jemandem davon gesagt habe. Also ihr werdet da auf jeden Fall sehr staunen, was es da alles für Videos gibt, weil ich habe schon sehr viele Videos für Freunde auch gemacht und teilweise auch sehr heftige Videos, die über, also sehr viele tausend Aufrufe haben. Aber der frage ich jetzt einfach mal, wollt ihr das sehen oder wollt ihr es eher nicht sehen, wollt ihr lieber was anderes sehen? Und falls ihr was anderes sehen wollt, andere Videos, vielleicht auch mal Fortnite nochmal oder andere Spiele. Also GTA wird schwierig, weil ja, ich spiele GTA nicht gerne alleine und wenn Lenny und so jetzt erstmal das spielen, dann hätte ich auch lieber eher Bock auf das hier, also auf Minecraft Winterland. Das finde ich dann auch besser, aber ich frage euch ja jetzt mal und dann stimmt einfach mal ab. Und das war's dann auch mit der Folge erstmal. Ich werde den Rest morgen heute im Stream machen.
Und wenn es euch gefallen hat, boah, also dieser Schnee ist echt heftig, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und natürlich ein Abonnement, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt. Und dann würde ich sagen, ciao Leute.